Tag, Servus, Moin und Hallo zum Donnergurgler. Hier geht's wieder um die Dinge, die die Welt nicht braucht und in dem Fall auch überhaupt keinen Spaß machen. Das ist so ein bisschen ein spontanes Video. In Österreich ist Lockdown. Das betrifft ein paar Menschen relativ krass, besonders die Händler hier aus der Community. Deswegen der Aufruf, also zuerst mal der Aufruf, ihr ganzen Sturköpfe, geht zum Impfen, Mann. Was stimmt nicht mit euch? Wenn ich mir Spanien und Portugal anschaue, die zeigen uns irgendwie den Vogel. Wieso wir es nicht auf die Kette kriegen, einfach dem wissenschaftlichen Rat zu folgen und zum Impfen zu gehen. Bei ein paar Leuten, die haben Ängste, die hatten irgendwie in ihrem Umfeld Menschen, die mit Impfungen Schäden davon gezogen haben. Das gibt es aber in einem sehr kleinen Anteil und Ängste kann man nur überwinden, indem man durchgeht. Und alle anderen, die glauben, dass das alles gar nicht gibt, was stimmt nicht mit euch? Schaut auf die Intensivstation, geht mal in euer Umfeld, sprecht mit Krankenschwestern und Krankenpflegern, Krankenpflegerinnen und Pflegern, nicht Schwestern, das ist ein falscher Terminus. Schaut euch an, was da los ist. Ich habe Bekannte, die mussten letzte Woche operiert werden, wo so ein Triagezettel an der OP hing und er morgens noch nicht wusste, ob er jetzt heute Vormittag operiert wird oder nicht. Da auf den Stationen ist die Hölle los und das wird auch nicht besser. Und wahrscheinlich wird Impfen ist das eine Thema, aber für den Moment wird es das nicht lösen. Von daher werden wir wahrscheinlich auch in Deutschland sehr schnell Veränderungen sehen, die einem Lockdown gleichkommen. In München, ich hätte eigentlich nächste Woche eine Konzertkarte abgesagt und so weiter. Von daher geht zum Impfen, Mann. Und unabhängig davon, helft der Klemme, kauft die Klemme leer. Die Klemme ist ein wunderschöner Klemmbausteinladen in Wien, in dem es unterschiedlichste Hersteller Alternativen gibt und auch Brettspiele. Ich habe hier noch die Brickheads, die habe ich leider noch nicht zeitlich geschafft zu bauen, weil sonst hätte ich euch jetzt Markus hier in die Kamera halten können. Der wird Online-Handel machen. Schaut auf die Seite klemme.at oder dieklemme.at. Ich verlinke es unten natürlich. Ich kriege da gar nichts dafür, außer dass es wichtig ist, dass es solche Läden gibt. Und der hat sich erst vergrößert während in der Corona-Phase und so weiter. Und ist, glaube ich, wenn man Händler ist, nicht schön, wenn sein Laden ständig wieder abgesperrt wird und die Wahrscheinlichkeit, dass es sich nach 20 Tagen gelöst hat, wird wohl auch, also wer weiß, ob sie vor Weihnachten noch mehr aufmachen. Von daher Aufruf an alle und nicht nur aus Österreich, wenn ihr Klemmbausteine bestellt, bestellt sie momentan in Österreich. Das heißt nicht, dass Tims Laden oder Johnny's World oder wie sie alle heißen, dass man da nicht auch bestellen kann. Man kann nie genug Klemmbausteine haben. Aber ich glaube, es ist wichtig, die Klemme in Wien zu retten. Deswegen der Aufruf. Und das war es eigentlich auch schon. Und Leute, geht zum Impfen. Das war der Donnergurgler mit einem kurzen Statement. Lasst euch gut gehen, klemmt euch nicht die Finger ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.